Hallo Reptilienfreunde und Terrarienbauer. Ja, heute werdet ihr feststellen, ist was Besonderes. Ich mache mein erstes Video auf Deutsch und zwar, weil ich dieses Thema extrem wichtig finde. Es geht um ja, die Beschichtung von meinem im letzten Video vorgestellten Stein. Hoffentlich kann man das hier so sehen. Da kamen ja viele Fragen, womit beschichte ich das? Wie funktioniert das? Ja, es kommt natürlich ein Video dazu raus. Das wird in Englisch sein. Aber ich möchte das Ganze, weil viele Fragen auch aus Deutschland kommen, einmal hier erläutern. Ja, wie ihr seht, um was handelt es sich oder warum mache ich das überhaupt? Meine Anlagen von früher, Großanlagen, habe ich natürlich genauso gebaut wie jeder andere auch. Da spricht auch nichts gegen. Fliesenkleber, mehrere Lagen trocknen lassen, Farbe drauf, Epoxidharz beschichten, mehrere Tage, Riesensauerei, habe ich alles so gemacht. Dieses Mal habe ich aus folgenden Gründen das anders machen wollen. Nachdem ich wieder recherchiert habe im Internet, kam ich irgendwann auf die Seite von der Firma Universal Rocks. Ist ein australischer Inhaber, der nach Amerika gewechselt hat, der wahnsinnig geniale Sachen baut. Leichtes Zeug, ultra leicht, sieht super natürlich aus, alles leicht zu transportieren. Man sieht nur so kleinste Videoschnipsel, wie die Sachen sprühen. Und da kam mir die erste Idee war, mir die Sachen von denen zu kaufen. Aber es ist einfach super teuer, super schwierig, das von Amerika hier rüber zu kriegen in der Größe. Also war ich am Überlegen, wie kann ich das machen? So. Ja, es lag auf der Hand. Ich baue seit vielen, vielen Jahren schon Geländewagen und beschichte diese Geländewagen. Camper baue ich alle selber, beschichte die von innen und außen und benutze dazu dieses Material. Da komme ich gleich noch genau zu. Das ist ein Raptor Liner, das ist ein ja, amerikanischer Truckbed Liner. Also das wird verwendet, um Ladeflächen normalerweise zu beschichten. Nicht nur Ladeflächen, man kann damit eine ganze Menge mehr beschichten, aber da komme ich doch drauf. Was ist noch der Grund, warum ich das hiermit machen will? Wenn ihr sieht man jetzt vielleicht nicht, meinen Bau verfolgt habt, seht ihr, dass ich das alles so in Plattenkonstruktion gemacht habe und ich wollte jetzt nicht anfangen, das Ganze hier mit Fliesenkleber so betonschwer und hart und nicht mehr zu bewegen zu bauen, weil ich weiß, wie es ist. Nach 10, 15 Jahren, Tiere sind verstorben, es soll nicht mehr hin, es soll nicht mehr da bleiben, das Ganze soll weg, sollte das Ganze transportabel sein. Und so wie ich es auch im Video gezeigt habe, so leicht wie man es jetzt zusammenstecken kann, wird es genauso sein mit diesem Liner. Das Ganze ist federleicht, also da ist, das kann runterfallen, das könnt ihr draufkloppen, da geht nichts kaputt. Deswegen habe ich mich für diese Sache entschieden. Aber ich möchte hier ganz ausdrücklich, auch für meine deutschen Freunde, wo es immer wieder ja, eigenartige Nachfragen gibt. Das hier ist mein Weg, mein einziger Weg, wie ich es mache. Das soll keinen beeinflussen. Ich möchte dazu keinen drängen, das zu machen. Ich mache das so und ich freue mich auch darauf. Das Einzige, was ich mit diesem Video zeigen will, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Ich sage damit nicht, dass irgendwas anderes schlecht ist. Das ist eine Sache, die ich alleine mache. Jetzt werden sicherlich Fragen kommen, was ist das für ein Zeug? Ist das für Tiere geeignet? Giftig? Ne, was da immer für Fragen kommen. Da habe ich mich natürlich abgesichert, da ich das seit vielen Jahren baue, stehe ich in Kontakt mit dem europäischen Leiter von der Firma Raptor Liner Upol und habe mir dort in langen, langen E-Mail-Verkehren mich abgesichert über Prüfprotokolle, über Materialbestandslisten, über Zulassungsunterlagen, wo mir die Firma definitiv bestätigt, dieser Stoff ist hinterher in der Tierhaltung bedenkenlos einzusetzen. Die Sachen werden, wie ich ja sagte, hauptsächlich auch im Fahrzeugbau eingesetzt, sowohl innen als auch außen und dort müssen diese Produkte ein immenses Prüfverfahren durchlaufen. Sie müssen in extremen Kälten, aber auch in extremer Hitze getestet werden, dass dort nach dem richtigen Aushärten, da sprechen wir gleich noch drüber, und nach dem richtigen Behandeln ich betone nochmal, keine schädlichen Stoffe ausgasen. Während der Verarbeitung, das muss ich dazu sagen, ist dieses Zeug absolut gesundheitsschädlich.
Ich komme gleich darauf hin, wie man das macht. Es ist absolut gesundheitsschädlich. Es ist für Leute ohne handwerkliche Erfahrung oder nicht handwerkliche Erfahrung, aber ohne die Möglichkeiten, auf die ich gleich zu sprechen komme. Wer das nicht hat, auf gar keinen Fall in der Wohnung oder so machen, dann lieber zur alten Methode Fliesenkleber greifen. Aber wenn man es vernünftig macht, ist es nach der kompletten Trocknung absolut bedingungslos einsetzbar. Dieses Produkt wird eingesetzt, wie gesagt, Fahrzeugbeschichtung, Maschinenbeschichtung. Es wird eingesetzt, um Fußböden zu beschichten, überall, wo ich schwere Lasten verschiebe, ohne dass ich was kaputt haben will. Man muss sich einfach mal vorstellen, ein Pickup-Ladefläche, wo Werkzeugkisten draufgeschmissen werden, da darf kein Kratzer rankommen. Und ich zeige euch jetzt kurz mal ein Video, einen Ausschnitt von meinen Offroad-Fahrzeugen, die ich baue. Da seht ihr ja auch den Fußraum, wo über das Ganze, das ist die ganzen Jahre Sand, Dreck, Steine, wo ich mit ohne Teppich, wo ich mit Schuhen drüber rutsche, da ist kein Kratzer, da ist kein Lackabplatzer. Ich zeige kurz das Video hier und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier ist es. Hier seht ihr ein Fahrzeug, was ich mit dem Bedliner beschichtet habe. Hier kann man das sehen. Es ist alles Mögliche, Stoßstangen außen, aber viel wichtiger ist auch, dass es in Camper, in Fahrzeugen verwendet wird. Und wenn ihr mal guckt, das hier ist mehrere Jahre alt, das ist jetzt dreckig hier über den Sand mit den Füßen. Hier ist kein Abrieb, hier geht nichts ab. Das ist sowas von widerstandsfähig. Ja, und da es auch im Fahrzeuginneren logischerweise verwendet werden kann, bedenkenlos, gast hier auch nichts aus, es ist völlig ungiftig. Ja, das nur mal kurz an einem Fahrzeug. Zurück zu den Reptilien. So, wie ihr gesehen habt, ist es hauptsächlich im Fahrzeug- und Camperbau. Aber wie ich eben schon sagte, Fußböden, Treppen werden damit beschichtet. Im Möbelbau wird sowas verwendet. Und ganz wichtig, auch in Tierstallungen, Kuhställen, Schweinestellen wird sowas verwendet, um Sachen extrem widerstandsfähig. Das ist extrem widerstandsfähig gegen Chemikalien. Das ist quasi unzerstörbar, wenn man das richtig macht. Demnach habe ich mich dafür entschieden, das auch mal im Terrarium bei auszuprobieren. Was ist das Ganze hier? Habt ihr gesehen? Im Prinzip gucken wir uns nachher das Video an. Das Video ist auf Englisch. Ich möchte das jetzt auch nicht mehr nachfilmen, weil das waren so Restbestände. Wer sich wundert, warum das so aussieht wie ein Lavastein, das ist ein Farbbeispiel. Man kann das in eingefärbt schwarz kaufen. Dann schimmert, je nachdem, was man für eine Beflockung macht, natürlich das Schwarz durch. Man kann es aber auch farblos kaufen und in jeglicher Farbe einfärben. Das bedeutet, wenn ich dort eine Sandfarbe wähle, ne, so wie ich es haben will, Australien-Look oder, und das beschichte, kann ich, ne, die Sachen, die durchschimmern, schon mal beeinflussen. In dem Video werdet ihr die Schritte sehen, die ich da mache, aber ich spreche sie einmal noch mal kurz vorher durch. Dieses Beschichtungsmaterial, muss man sagen, ist auf Styropor rein. Styropor absolut aggressiv und wird das Styropor anfangen zu schmelzen. Das seht ihr gleich im Video. Es schmilzt sich ein. Gut, manch einer möchte den Effekt, aber das ist halt sehr aggressiv. Und es ist bei der Verarbeitung auch absolut nicht gesundheitsfördernd. Was muss ich aber machen? Und das ist jetzt ganz, 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 ganz wichtig. Ich möchte hier keinen, also ich möchte nicht, dass hier irgendeiner jetzt losschießt, sich so eine Pulle kauft und zu Hause verarbeitet. Ich möchte hier auf die Sicherheitsvorschriften des Herstellers absolut eingehen. Wenn ihr das verarbeitet, ist es am allerbesten, man macht das draußen. Man hat die Möglichkeit auf dem Balkon, im Garten, man macht das bei vernünftigem Wetter, weil die optimale Verarbeitungstemperatur ist 20 Grad und auch die Trocknungstemperatur. Das bedeutet, ich sehe immer zu, dass ich das im Frühling, Sommer mache, so dass ich entweder meine Garage offen stehen lassen kann oder es im Garten mache, weil ich kann es dann verarbeiten. Die Verarbeitung geht super schnell, die Trocknungszeit dauert länger. Was aber auf jeden Fall sein muss: Ihr müsst definitiv, weil das Zeug stinkt wie Teufel, einen Mundschutz tragen während der Verarbeitung. Ihr solltet auf jeden Fall eure Augen schützen, weil, kommen wir gleich noch zu, man kann das Ganze streichen, man kann es rollen, da sind die Gefahren vielleicht nicht so. Ich werde das Ganze aber mit Lackierpistolen lackieren, deswegen schützt eure Augen. Zieht euch vernünftig lange Klamotten an, verwendet Handschuhe, weil wo das Zeug einmal drauf ist, wenn das auf der Haut ist, kann ich euch sagen, bis zur nächsten Häutung habt ihr das am Körper. Ich selber verarbeite das
in zwei verschiedenen Lagen. Also ihr seht ja, wir gucken gleich nochmal auf mein Terrarium mit den vielen Strukturen, die auch so erhalten bleiben sollen, weil das Problem ist immer, man baut sich Strukturen und dahinter schmiert man das mit Fliesenkleber zu und die sind eigentlich hinterher gar nicht mehr da. Bei mir sind so feine Strukturen, die hinterher auf jeden Fall noch da sind. Ich starte folgendermaßen. Ich habe ja, habt ihr gesehen, nicht Styropor, sondern Styrodur verwendet, weil es schon mal deutlich selber an sich viel, viel härter ist. Weil ich sagte ja, ich möchte, wenn das später mal abgebaut wird, kann der Käufer das Ganze, die einzelnen Platten rausnehmen. Die werden hinterher nur leicht fixiert. Das Ganze ist, wie gesagt, ja wasserdicht. Das wird hinterher nur leicht fixiert. Der kann die rausnehmen, der kann die verpacken, das Terrarium abbauen, mitnehmen. So, deswegen erstmal Grundvoraussetzung Styrodur. Dann habe ich, nachdem ich meine Strukturen eingeschnitzt habe und mit dem Heißluftföhn und dem Draht, habe ich das Ganze, die komplette Oberfläche mit dem Heißluftföhn in eine erste Schmelzung gebracht. Das bringt die nächste knüppelharte Schicht und die erste versiegelte Schicht. Dabei auf jeden Fall auch belüftet, Mundschutz tragen. Ne? Schmelzendes Styropor ist hochgiftig. Da muss man auch drauf achten. Achtet auf eure persönliche Schutzausrüstung. Das war die nächste Geschichte. Danach seht ihr im Video gleich, habe ich beim Experimentieren für mich entschieden, es muss eine Sperrschicht aufgebracht werden. Eine Sperrschicht, die verhindert, dass das Material Kontakt mit dem Styropor oder Styrodur hat. Im Video seht ihr, was auch funktioniert, das ist nämlich dieser Klotz hier, funktioniert es mit einer schönen dicken Lage von Holzleim. Ist relativ günstig, man kann es einfach draufstreichen. Nach dem Aushärten ist es auch knüppelhart, glasklar. Kann man so verwenden für, ich sag jetzt mal, sämtliche Terrarien, wo ihr Kleinsttiere haltet, absolut tippitoppi, völlig in Ordnung. Für mich habe ich jetzt entschieden, ich habe weiter getestet. Ich mache mir da auch nicht unbedingt viel Gedanken, ob das nun teuer ist oder nicht. Ich möchte es vernünftig bauen. Ich werde als Sperrschicht alles, was ihr hier gleich seht, einmal vorweg mit Epoxidharz versiegeln. Somit werde ich eine Sperrschicht und eine knüppelharte Oberfläche bekommen. Und danach kommt das Auftragen dieses Bedliners. Die erste Schicht, die ich auftragen werde, ist, wer sich da auskennt, ich weiß, Nichthandwerker werden damit nichts anfangen können, ist eine Fließbecherpistole. Damit kann man das Ganze in einer ganz dünnen Lage so auftragen, dass ich wirklich jede Ritze, jede kleinsten Huckel farblich abgedeckt habe. Das ist eigentlich erstmal eine Geschichte, um es farblich vernünftig aussehen zu lassen. Danach kommt es mit einem gewissen Mischungsverhältnis, aber da möchte ich, da sieht man im Video, es ist alles auf der Homepage leicht zu erkennen. Man kann, es ist ein Zwei-Komponenten-Zeug, man kann die ganze Literdose komplett nehmen. Das ist so in den Gebinden gemacht. Man schüttet das rein, man schüttelt es 2 Minuten, nimmt die von der Firma Upol hergestellte Raptor-Pistole, so wie diese hier, steckt die hier rein. Und dann kann man, was ihr an den Fahrzeugen gesehen habt, schon an sich die Struktur aufgrund des Luftdrucks der Pistole und des Abstandes wählen. Das bedeutet, man kann von gar keiner Struktur bis hinterher richtig grober Struktur sprühen. Der Riesenvorteil dieser Struktur ist aber, sie sieht rau aus, ist aber, so wie auf den Fahrzeugen, total glatt. Das werde ich zum Beispiel auf meiner Fläche um den Teich verwenden. Sieht dann aus wie, ja, es sieht halt grobkörnig aus, aber es ist super glatt. Das bedeutet, wenn das Tier dort mal drauf kotet, kann ich das super einfach abwischen. Es bleibt steril, ich kann es super abwischen. Auf der Mangrovenseite, auf den Wandseiten, da entscheide ich mich, das Ganze erst, wie gesagt, mit der Fließbecherpistole. Danach trage ich eine Schicht auf mit der groben Pistole. Und danach, zwischen den Schritten, braucht man nur 15 Minuten Zeit lassen. Danach trage ich die dritte Lage auf. Und in die dritte Lage kann man, wie man es auch im Video sieht, da habe ich einfach mal so wahllos alles draufgestreut, was ich hatte, kann man draufstreuen, was man möchte. Das hier ist jetzt ganz normaler Spielkastensand. Ich werde mich dazu entscheiden, das Ganze in einer gewissen Sandfarbe einzufärben und die normalen Steinflächen in, ich denke mal, vielleicht gelblichen oder vielleicht auch tatsächlich in diesem Spielkassensand. Und meinen Mangrovenbaum werde ich mit braunem Terrariensand bestreuen. Das bedeutet, dass man das wirklich hinterher
klar sieht, was was ist. Aber da sind eure Ideen. Ihr könnt da auch was auch immer drauf streuen. Aquarium, Sand, egal was. Ihr müsst euch vorstellen, es ist ein zähflüssiges Zeug, was nach ungefähr einer Stunde handtrocken ist. Also nach einer Stunde kann man damit nichts mehr, also ich will nicht sagen, dann ist es eigentlich schon kratzfest. Aber in dieser Stunde könnt ihr damit machen, was ihr wollt. Ausgehärtet, und das ist auch jetzt eine ganz, ganz wichtige Sache, nicht nur ausgehärtet, völlig belastbar, sondern auch absolut gesundheitlich, keine Probleme, keine Ausgasung, nichts, ist das nach Herstellerangaben bei 25 Grad zwischen 7 und 10 Tagen. Ich habe den riesen Vorteil, mich hetzt bei diesem Bau keiner. Ich habe mir einen Zeitansatz von diesem ganzen Jahr gegeben. Es kommen ja noch viele spezielle Sachen, die ich hier noch mit einbaue, die noch seine Zeit brauchen. Für mich ist es so, ich werde jetzt meine ganzen Rückwände mit Epoxidharz streichen. Das kann ich hier wunderbar in der Garage machen. Das reine Weg beschichten und lackieren werde ich machen, wenn das Wetter draußen besser wird. Dazu wird es wieder ein Video geben. Das möchte ich auch nicht alles auf Facebook schreiben, weil es einfach überhaupt schriftlich gar nicht darzustellen ist. Ich hoffe, ich habe euch jetzt hier mit einigermaßen erklärt, wie es funktioniert. Schaut euch jetzt das Video an für den einen oder anderen, der dem Englischen, ich meine, ich bin dem auch nicht viel mächtig, aber wer das nicht versteht, schreibt mich bitte an. Und das Ganze kann natürlich auch über Facebook laufen. Das muss nicht über das. Und ich möchte da auch keine Publikum, was ich da jedes Mal geschrieben kriege, Publikum abgreifen. Für mich ist das hier eine Baudokumentation in bewegten Bildern, was ich finde tausendmal besser ist als was Geschriebenes. Wer was Geschriebenes lesen will, kann auch gerne meine Homepage angucken. Es ist nicht so, dass ich nie was geschrieben habe. Ich denke, für sowas Spezielles, gerade sowas, geht nur bewegte Bilder. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ihr habt das soweit jetzt hier mit dem Raptor und den Gerätschaften verstanden. Denkt bitte dran, wenn ihr das macht, haltet euch an die Regeln, die stehen aber auch an die Gesundheitsregeln auf den Flaschen. Jetzt schaut euch das Video an, auch wenn es in Englisch ist. Wenn Rückfragen sind, schreibt mir gerne auf Facebook, kein Problem. Okay.